Heute zeige ich eine Torte, die nicht mehr besonders oft hergestellt wird. Eine Haselnuss-Buttercremetorte. Sie war früher auf jedem Tisch zu Hause, auf jedem Kaffeetisch. Viel Spaß! Für den Nusstortenboden benötigen wir Zucker, Eier, Mehl, Weizenstärke und Haselnüsse oder auch andere Nüsse. Das Rühren der Eier und den Zucker funktioniert genauso wie bei der Wiener Masse bzw. Wiener Tortenboden. Nur kommt beim Nussboden bzw. auch Schokoladeboden keine Butter unter die Masse. Das nennt man übrigens auch Anschlagen von einem Tortenboden, Anschlagen einer Masse. Und wie gesagt, wie bei der Wiener Masse, schaut euch den Film auch an. Vorsichtig das Mehl unterheben, melieren auch genannt. Aber das wisst ihr ja alles schon als treue Zuschauer. Die Masse sehr vorsichtig in die mit Backpapier bzw. Butterbrotpapier ausgelegte Springform. Und dann den Boden bei ca. 180 Grad, etwa 40-50 Minuten, je nach Ofen backen. Zu einer Torte gehört bei mir auch ein Mürbeteigboden. Das heißt, der Mürbeteigboden kommt unten rein, damit ich die Torte besser hin und her schieben kann. Ist fürs Handling eigentlich sehr praktisch. Und bei einer Sahnetorte ein Muss. Mürbeteig habe ich ja immer auf Vorrat im Tiefkühltruhe und daher ist das kein Problem. So, der Mürbeteigboden rechtzeitig rausnehmen aus der Tiefkühltruhe, antauen lassen und noch eiskalt ausrollen, geschmeidiger arbeiten, ausrollen. Und dann einen Mürbeteigboden backen. Wie ihr seht, kann das ganz ohne Mehl geschehen. Ums Rollholz habe ich einen Nylonstrumpf, damit nichts hängen bleibt. Und nur ein kalter Mürbeteig kann sich so dünn und ohne Mehl ausrollen lassen. Und für eine Nusstorte brauchen wir natürlich auch Nüsse. Die Haselnüsse kommen in den heißen Ofen, etwa für 10 Minuten, je nachdem, bis sie eine ganz leichte Bräunung haben und sich die Schale lösen lässt. Anschließend etwas abkühlen lassen und dann die Schale entfernen. Wie das funktioniert, seht ihr hier. Und die kalten Nüsse dann durchdrehen, grob, wir brauchen auch einen groben Teil und dann absieben für den feinen Nüsse. So, das sind wir mit den Vorbereitungen fast zu Ende. Jetzt kommt noch die Buttercreme. Pudding kochen, das kann jeder oder soll nachschauen bei meiner Buttercreme. Der Link wird unten auch wieder eingefügt. Das zusätzliche Kokosfett und dann die Vanillezucker nicht vergessen. Alles glatt rühren und in den Pudding können jetzt schon feine Haselnüsse eingerührt werden und etwas Nougat, je nachdem wie kräftig das dann sein soll. Aber Nougat kann am Schluss noch in die Buttercreme kommen. Gut durchrühren und kalt stellen. Pudding ganz auskühlen lassen und anschließend durch ein Sieb drücken, passieren, damit keine Knollen entstehen, damit die Buttercreme schön glatt wird. Und dann später, wenn alles schön durchpassiert ist, mit Butter aufschlagen. Die weiche Butter, zimmerweiche Butter unter dem Pudding,
rühren und aufschlagen. Richtig gut schaumig rühren und auch immer wieder vom Rand lösen, damit die ganze Butter sich verteilt. Je nach Geschmack kann jetzt noch etwas Nougat oder Nüsse dazukommen oder auch ein Rum, wenn keine Kinder mitessen. Ansonsten auf den Rum verzichten. Auch brauchen wir eine Tränke. Der Boden ist vielleicht etwas trocken. Hier habe ich eine kleine Flasche, kommt oben Puderzucker rein, etwas Rum dazu und mit Wasser auffüllen. Für die Tränke kann natürlich auch nur ein Nusslikör oder einen passenden Fruchtsaft verwendet werden. Der Rum ist nicht zwingend vorgeschrieben. So, der kalte Tortenboden aus der Form nehmen. Es ist besser, wenn der Boden schon einen Tag zuvor gebacken wird. Dann lässt er sich jetzt leicht schneiden. Ich habe jetzt hier bei meinem Tortenboden etwas Mist gebaut. Ihr wisst ja, ich gebe sowas zu, weil es ist ja kein Verbrechen, sowas. Und deswegen habe ich einen zweiten Boden noch packen müssen. Er ist mir zusammengefallen. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist halt so. So, der Mürbeteigboden gebacken, goldgelb, mit Marmelade bestreichen und dann den Nussboden darauf geben. Je nachdem, wie trocken der Boden ist, gut tränken. Und die Buttercreme, die wir ja jetzt nach unserem Geschmack abgeschmeckt haben, einfüllen. Für den ganz feinen Nussgeschmack kann jetzt noch etwas Nougat oder aber auch Nutella, wenn es unbedingt sein muss, eingestrichen werden, etwas leicht. Das hebt den Geschmack und der Torte dann wieder den Boden drauf. Zum Schluss den Boden von der Torte, vom Tortenboden nach oben, damit wir eine glatte Oberfläche haben. Das ist bei jeder Torte so und natürlich auch wieder gut tränken. Mein Boden ist etwas trocken, deswegen viel Tränke. Der überflüssige Mürbeteig, mein Ausstecher war etwas größer als wie der Boden, abtrennen und die Torte dann mit der Buttercreme einstreichen, erst den Rand und dann oben. Nicht zu viel Creme, auch beim Füllen nicht zu viel Creme verwenden. Einteilen und dann die Torte je nach Belieben ausgarnieren. Ich mache das jetzt ganz einfach. Einfach ein paar Rosetten aufdressieren und dann Haselnüsse, besonders schöne. Nach dem Rösten habe ich die auf die Seite gelegt, aufdrücken. In der Mitte dann noch etwas grobe Haselnüsse und schon ist meine Torte dann fertig. Der Rand könnte jetzt noch etwas abgesetzt werden, aber so schaut es auch nicht schlecht aus. Ja, dann wünsche ich noch gutes Gelingen, viel Spaß beim Nachbacken und ihr wisst ja, Daumen nach oben oder ein Abo, dann verpasst ihr die neuen Filme nicht. Es kommt auf Weihnachten zu, da gibt's noch einiges. Tschüss!